Hallo ihr Lieben! Heute gibt es ein neues Video für unsere Playlist zum Thema Verhütungsmittel. Heute geht es um den Vaginalring. Der Vaginalring ist ein hormonelles Schwangerschaftsverhütungsmittel für Menschen mit einer Vagina. Wir zeigen euch in diesem Video, wie der Vaginalring aussieht, wie er benutzt wird, wie er wirkt und welche Vorteile und Nachteile er hat. Also, nehmt euch ein bisschen Zeit, macht's euch gemütlich und los geht's! Der Vaginalring ist ein hormonelles Verhütungsmittel für Menschen mit einer Vagina, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Der Vaginalring sieht so aus. Es ist ein flexibler Kunststoffring. Wie alle hormonellen Verhütungsmittel wird auch der Vaginalring von GynäkologInnen verschrieben. Das heißt, dass man zunächst einen Termin braucht, eine Untersuchung stattfindet, ob körperlich soweit alles in Ordnung ist und nichts dagegen spricht, ein hormonelles Verhütungsmittel zu benutzen. Außerdem wird in dem Gespräch geklärt, ob der Verhütungsring ins Leben passt und das richtige Verhütungsmittel ist. Bei der ersten Anwendung des Vaginalrings wird dieser zwischen dem ersten und fünften Tag der Regelblutung das erste Mal in die Vagina eingeführt. Das kann die Person, die den Ring benutzen möchte, selbst tun, indem sie diesen Ring so faltet, ein wenig zusammenrollt, in die Vagina einführt wie ein Tampon. Der entfaltet sich dann dort und findet selbst seinen Platz. Der Ring bleibt insgesamt 3 Wochen drin, nach 3 Wochen wird er entfernt und es kommt zu einer Abbruchblutung. Es gibt dann eine Woche, eine ringfreie Woche und danach wird ein neuer Ring für die nächsten 3 Wochen in die Vagina eingeführt. Wenn der Ring zwischendurch mal rausrutscht oder rausgenommen werden muss, ist das kein Problem. Er kann bis zu 3 Stunden rausgenommen werden, wird dann unter klarem Wasser abgespült, bitte auf gar keinen Fall Seife oder so benutzen. Einfach abspülen und neu einsetzen. Auch in der ringfreien Woche ist die Verhütung weiterhin da und es kann keine Schwangerschaft entstehen. Wichtig ist auch, dass der Ring zur gleichen Uhrzeit gewechselt oder rausgenommen wird. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel montags abends um 7 Uhr den Ring das erste Mal eingesetzt hat, dann sollte der nach 3 Wochen montags abends gegen 7 auch entfernt werden. Und auch nach der ringfreien Woche sollte ein neuer Ring dann montags abends um 7 wieder eingesetzt werden. Vaginalring ist ein hormonelles Schwangerschaftsverhütungsmittel. Die Hormone, die im Vaginalring enthalten sind, sind Östrogene und Gestagene. Und die machen verschiedene Dinge im Körper. Zum einen verhindern sie einen Eisprung. Das bedeutet, dass in der Gebärmutter kein Ei ist, was befruchtet werden könnte, wodurch eine Schwangerschaft entstehen kann. Zum anderen wird die Schleimhaut, die vor dem Muttermund sitzt, so verdichtet, dass es für Spermien unmöglich ist, durchzukommen und dort ein eventuell vorhandenes Ei zu befruchten. Insgesamt kann man sagen, dass der Vaginalring ein sehr sicheres Verhütungsmittel ist, wenn er denn richtig angewendet wird. Der Vaginalring hat verschiedene Vorteile, aber als hormonelles Verhütungsmittel natürlich auch ein paar Nachteile und Nebenwirkungen. Der größte Vorteil des Vaginalrings ist mit Sicherheit, dass man nicht, wie bei der Pille zum Beispiel, jeden Tag an etwas denken muss, sodass der Vaginalring auch für Menschen gut geeignet ist, die keinen ganz regelmäßigen Tagesablauf haben, also beispielsweise im Schichtdienst arbeiten. Außerdem umgeht der Vaginalring den Magen-Darm-Trakt, sodass man beispielsweise, wenn man Durchfall bekommt oder sich erbricht, trotzdem ein sicheres Verhütungsmittel hat. Das kann für Menschen interessant sein, die zum Beispiel eine chronische Darmentzündung haben oder ähnliches. Als hormonelles Verhütungsmittel hat der Vaginalring aber auch Nachteile und einige Risiken. Es kann zum Beispiel zu Nebenwirkungen kommen wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Akne, Gewichtszunahme und ähnlichem. Ganz wichtig ist zu wissen, dass der Vaginalring auch ein noch höheres Thromboserisiko hat als zum Beispiel die Pille. Das sind Dinge, die man gut im Blick haben sollte und sich selbst gut beobachten sollte, wenn man den Vaginalring verwendet. Da der Vaginalring ein Fremdkörper ist, der in die Vagina eingesetzt wird, kann auch das zu verschiedenen Nebenwirkungen führen. So kann es sein, dass es zu Scheidenentzündungen oder Ausfluss kommt. Abschließend kann man sagen, dass der Vaginalring ein sehr sicheres Schwangerschaftsverhütungsmittel ist, wenn er richtig angewendet wird. Wichtig ist aber, dass der Vaginalring nur eine Schwangerschaft verhindern kann und nicht vor einer Ansteckung mit sexuell übertragbaren Infektionen schützt. Wenn man die verhindern möchte, muss man zum Beispiel zusätzlich ein Kondom verwenden. Ganz wichtig ist, der Vaginalring ist ein Medikament.
und sollte so behandelt werden wie alle anderen Medikamente auch. Das heißt, wenn man zum Beispiel gefragt wird, ob man ein Medikament nimmt und man benutzt den Vaginalring, so muss man das angeben, weil es zu Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten kommen kann. So kann es zum Beispiel sein, dass wenn man andere Medikamente zusätzlich nimmt, die Wirkung des Vaginalrings nicht ganz da ist und eine Schwangerschaft entstehen könnte. Die Kosten des Vaginalrings belaufen sich auf ca. 10 bis 15 Euro pro Monat. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, von welchem Hersteller man einen Ring benutzt. Wir zeigen euch in unserer Playlist zum Thema Verhütungsmittel verschiedenste Verhütungsmittel, hormonelle und Verhütungsmittel, die ohne Hormone auskommen. Schaut doch einfach mal durch, ob ihr das passende Verhütungsmittel für euch findet oder vielleicht bekommt ihr auch Ideen, welches Verhütungsmittel für euch gut passen könnte, sodass ihr das mit eurem zuständigen Gynäkologen besprechen könntet.